Wunderschönen Montagmorgen wünsche ich. Trax ist wieder hier. Zurück mit Payday. Finde ich in der Früh immer relativ angenehm, weswegen ich das auch so gern spiele. Erstmal einen Heist finden, der mir zusagt. Ja. Verstehe ich. Wenig, glaube ich. Weiß gerade nicht, auf wie viel ich stehe. 35. Ja, mach mal Kochwettbewerb, meine Güte. Warum Jacket immer so viel quatscht, wüsste ich gern. Up the stairs. Das nicht Ätzner Tron? Ich weiß nicht ganz. Wieder? Das glauben wir. Interessiert uns nur nicht. Liegen keine mehr rum. Dingsbums. Weiß ich jetzt gerade nicht. Die Cops sind auch gleich hier. Yay. Genau. Salzsäure. Wenn ich niemanden umbringen kann, fällt es mir schwer, Rüstungen zu regenerieren. Aber was soll ich machen? Ah ja. Bin mir nicht sicher, ob ihr da draußen rumtigern solltet, aber puh, da bin ich schon. I don't know.
Well, think faster. Fuck. Oh, was ist heute los? Prinzipiell ist das eine gute Idee mit dem Silencer. Na, besser als nix, ne? Wenn das nicht funktioniert, fackelt uns die Bude ab. Das nur, weil du nicht richtig lesen kannst. Naja, die Shotgun ist eine gute Idee im Prinzip. Bei den Nachladezeiten und was weiß der Henker was alles, naja. Einfach weil ich's kann. So schlecht lief's nicht. Finde ich zumindest. Sayonara, Motherfucker. Bye bye. Ach, niemand wird den Sniper vermissen. Sonst nix? Mager. Klar, Wasserstoff. Muss reichen. Ich weiß, mich greift da was an, aber wenn man nichts sieht, kann man nichts erschießen. Naja. Waren jetzt auch nur ein, ne? Schaut, wenn mit der rumrennt, ist ja genial. Die Winchester 1886, aber die Nachladezeiten sind grotesk. Und die niedrige Schussfolge und was weiß der Henker was alles. Oh, schau mal. Idiot. Und das waren drei mit einer Kugel.
bitch-ass bunker down. I got the bitch-ass shield. Fuck you, shield. Ich kann für sich nur dem Sniper oben ausweichen, der da links sitzt. Und wieder zwei. Ratest du oder weißt du? Entscheide dich mal. Da macht das Ganze keinen Spaß. Bist doch hier unser Broker, oder wie man das nennt. Ei. Ja, if, ne? Und das war der Dozer. Na, können wir das Ding bald abliefern oder was wird hier? Ui, so viele bewegliche Ziele. Kann ich ernsthaft, wo der Transporter bleibt? Na klar. Winters. Sehr gut. Mir wäre fast die Munition ausgegangen. Ich hatte nur noch ein volles Magazin. Ich sollte ein bisschen noch. Er irrt sich schon wieder. Kann man sie jetzt schon verduften oder was? Und Winters ist weg. Echt? Kein Dozer, kein gar nichts, einfach nur jede Menge Kanonenfutter. Hoppala. Also. Ich mag grüne Brücke. Die ist geil. Ja. Schön. Ich bin aber kurz AFK, bin in einer Sekunde wieder da. The plan is simple. Under the cover of
Grab the prisoner, put him in a Fulton Skyhook and make him vanish into thin air. Ich muss meinem Sohn noch kurz helfen. Welcome to Greenbridge. Oh, geil. Ich mag Greenbridge, da kann man so richtig schön durchrushen. Rushen, also. Wie haben die da? Durchragen haben die das bei mir genannt. Ich brauche nicht stehen bleiben, ich brauche nicht bremsen, ich brauche einfach nur alles umnieten. Notfalls darf ich ihnen noch hinterher rennen und sie umpusten. Crew Setup, was haben wir hier? Ein Shotgun Build. Ah, wie schön würde ich mit der Winchester spielen. So wie gerne. So. Schön durch die Mitte laufen. Einer. Zwei. Klar, er rennt mir rein, ich bin schuld. Da montier du mal die Säge. Da vorne ist auch noch einer. Ach was, die paar Schilder. Siehst du? Ah, ist schon nachgeladen. Ich hab schon Sorgen gemacht. Hatte ich den Bild nicht mehr? Den habe ich doch nicht rausgenommen. Komisch. Habe ich wohl wirklich wieder rausgenommen. Kann mich doch erinnern, dass ich es explizit drin gelassen habe. Ui, da dosert noch was. Ja, ich höre dich. Hoppala. Oi. Wieder viel zu wenig Munition. Ah, der Dozer gehörten wir. Und tschüss, lern fliegen. Medic! Ich höre nichts anderes als Follow me, follow me. Warum? Brauchst du jemanden, der die Leute schnell umnietet?
Sind zu 90% immer hinter dir, wenn du den Taser suchst. Lieber ist, wenn sie mir vor die Kugeln laufen. Und schon wieder, come with me. Na also. Habe ich viele Kugeln verbraucht. Ui, es regnet schon wieder Kieberer. Ja, um Gottes Willen. Du schreist dir noch die Lunge aus dem Leib. Morgen Topsan, lang nicht gesehen. Genau deswegen schreibe ich ungern. Boy, top. Das muss ich auch noch schreiben, während ich hier am Fighten bin. Das ist für mich alles andere als leicht. Ich lebe von diesem Durchragen. Regeneriere nämlich nur Rüstung, wenn ich im Kampf, also wenn ich was umniete. Bin so geskillt, ich habe ziemlich gute Rüstung, weniger Schaden und ein bisschen Ausweichen, aber dazu muss ich im Kampf bleiben, sonst regeneriere ich nämlich gar keine Rüstung. Und ohne Rüstung bin ich eben sehr leicht angreifbar und ich glaube, sehr leicht ist noch ein bisschen untertrieben. Bin ich auch eine ziemlich hohe Verteidigung, solange die Rüstung da ist. Aber dazu muss ich auch im Kampf bleiben, das ist das große Problem.
Also, weil der Typ mich hier im Chat gerade, also im Spiel gerade gefragt hat. Der Schaden war kacke. Komm, setz dich jetzt rein. Ich bleib wieder unten in meinem Haus. Solange ich nicht umzingelt bin hier großmächtig, ist der Bild absolut untoppbar. Okay, hier gibt es gerade nichts. Dann kann ich keine Befehle geben. Das ist auch okay. Hier gibt es gerade relativ wenig zum Angreifen. Das ändert sich aber sicher gleich bald. Was auch immer. Ja, da habe ich schon das erste Opfer. Dass sich bei dem Spiel noch keiner beschwert hat, dass man böse spielt, der Polizisten umbringt, wundert mich ein bisschen. Naja. Das war's schon wieder fürs Erste. Sehr langweilig. Na, hoffen wir's. Ich meine, ich habe da gerade noch ein paar gesehen. Ach, da unten rennt einer rum. Ja, First Aid Kit immer nützlich. Und top, wie geht's dir eigentlich? Lang nicht gesehen. Bleibst du so? Gut, er lebt wieder. Sniper. Sniper nicht gut. Sniper weg. Ja, gut. Eigentlich. Oh la la. Ein bisschen Ärger mit meinem Overlay, das ich bestellt habe. Ist nicht so, wie ich es gern hätte. Ich bin selbst am Zeichnen und ich bin enorm selbstkritisch. Also rate mal, wie ich bei Leuten bin, wo ich Zeichnungen oder Kunst bestellen soll. Ich weiß prinzipiell, wie es geht. Ich weiß, dass es geht. Wenn man dafür auch noch Geld verlangt, erwarte ich ein professionelles Niveau. Und wie gesagt, ich weiß, was ich will. Wenn es dann nicht so genauso ist, wie ich will, passt es mir nicht. Meine eigenen Zeichnungen fliegen schnell aus dem Fenster, dass du schauen kannst. Wie gesagt, ich bin da kritisch. Aber naja, solange es irgendwann so ist, das ist aber auch der Grund, warum ich keine Tattoos habe. Weil ich immer was finde, was ich auszusetzen habe. Und das Tattoo habe ich auf ewig. Und ich kann mich kaum häuten und das wegschmeißen. Ne? Ich bin keine Schlange. Wieler könnte ich auch mal bei Gelegenheit Spaß haben. Na, der zahlt sich nicht so wirklich aus. Idiot. Ups. Naja, kommt's nur rein.
Er lebt noch. Oh, ein Schwein. Ja, nice. Und wir verpissen uns. Und hier geistert irgendwo schon wieder ein Sniper rum. Und, ach komm, stell dich nicht an wie eine Jungfrau. Du kennst das Prozedere doch. Du bleibst stehen und lässt dich von mir abknallen. Yeah. Oh, ups. Warum sagt keiner was? Ich brauch keine. Ich habe auch keine Munition mehr. Ah, Achievement freigeschaltet. Guten Morgen, Moonin. Ja, ich weiß, ich in letzter Zeit macht's halt wieder etwas. Ich spiel's zwischendurch immer wieder. Ich habe halt hin und wieder ein Fable dafür. Da spiele ich's dann für eine Woche oder so ein bisschen intensiver. Aber das war's dann auch. Momentan farm ich's halt wieder. Der Cover. Ja, ist eine gute Wahl. Vor allem für mich, das ist eine sehr gute Wahl. So, Crew-Statistiken. Höchste Präzision, ich Kills, ich Spezialkills, ich höchster Schaden, ich. Nein. Ja, wird der Boss nicht schreiben, dass er Undercover nehmen soll. Klingt doch gut, 25 Millionen. Ja, ich hab's mir damals auch vergünstigt gekauft. Es ist ein gutes Spiel. Aber naja, die Wertungen und so. Du sagst, du hast es doch selbst mehr oder weniger passiv angesprochen. Für 8 Euro ist es ein gutes Spiel. Ja, das hat man davon, wenn man sich übernimmt, ne? Also. Gute Ansätze, gute Ambitionen, aber Peter Molyneux hat dasselbe gemacht und der hat auch massiv in die Scheiße gegriffen, ne? Jetzt, da war es ähnlich. Lord of the Rats, Icario. Strecker,
Techniker, Ghost Fugitive. Super, sage ich jetzt einfach einmal. Ich glaube, Sicario schaut sich mein Bild an, bin mir nicht sicher. Ja, haben sie. Wobei man sagen muss, das Free Build funktioniert nicht richtig gut, aber gut genug. Müsste ich mir auch die Tage mal ansehen. Oh, der PD-Klassiker Razor Mind. Mal lassen wir es, dann habe ich später was, auf das ich mich freuen kann. Können wir. Ja, das heißt bloß, dass sie richtig dran arbeiten. Manchmal sind große Updates nicht mal so schlecht, vor allem wenn das Spiel kacke ist. Da kann man drauf hoffen, dass sie irgendwas gut daran machen, ne? Können wir weitermachen? Da kann man schauen, was er geskillt hat. Solange es nicht läuft, haben wir wenigstens irgend. Achso, hahaha. Scheiß auf die Achievements. Sagt Loadout. Mastermind. Sharpshooter, Einzelschuss hat er mit. Unterstützung dazu für schwere Rüstung und Ghost. Also ich finde das ein bisschen. Es ist seine Spielweise, es geht, ist mir egal. Ich hätte es anders gemacht. Solange es funktioniert. Bitte sehr. Okay, es wird langweilig, da hat der Mitspieler irgendwie recht. Hoppala. Crime Spree 62, ich brauche irgendwas auf der Höhe. 63, das ist ja perfekt. Oh, da hat einer fast den gleichen Bild wie ich. Was denn Tops an, zum Beispiel? Ah, ich sehe nichts. Ah, ich habe aber was erwischt. Nein, was meinst du? Spiele, bilden, anderen heißt. Donnerstag kommt State of Decay 2 raus. So als. Ja. Bis dahin immer wieder PC Payday und was weiß der Teufel was alles. Ja. Ich muss leider wieder arbeiten.
Aber du kannst ja für Nachmittag was wünschen, in dem Fall oder für morgen früh. Wenn du mir zumindest das Genre sagst, kann ich dir was ans Herz legen. We finished? Ich hab Zeit zum Nachladen. Ja, aber nichts. Mounts farmen. Welche denn? Weil ich hab schon einige. Gut. Wollte mich verpissen. WoW spiele ich immer wieder zwischendurch, aber ich glaube, meine Gamecard ist gestern oder so abgelaufen. Warte mal. Nein, ich habe noch 60 Stunden. hi, Dosa. Was ist jetzt los? Also, in der Geschwindigkeit soll's gehen. WoW habe ich auch vor kurzem einen Tank angefangen, Spaß halber mal, aber WoW momentan ist schon wieder so ausgelutscht. Wenn das nächste Add-on da ist, mit mehr Herz, sage ich jetzt einfach einmal. Hui! Regnet Cloaker. Schau, ein Schild, der versucht sich zu verstecken. Oh, hab nicht geglaubt. Und es regnet wieder Soldaten. Meine Frau und ich reden drüber, dass es aktuell viele Zuschauerzahlen hat. Sie ist die Partei, die dafür sorgt, dass ich Zuschauer bekomme. Ich bin der dafür sorgt, dass das Spiel mir Spaß macht, ne? Weil ich dann, ja, mit mehr Freude an das Game rangehe. Also wir treffen uns in dem Fall genau in der Mitte. Und ja, das ist der Grund, warum ich es nicht spiele gerade. Das Spiel legt momentan zu viel Wert auf PvP und den Purge-Modus. Ohne dem hast du nichts zu tun. Wenn du die ganzen, selbst im Singleplayer, wenn du hergehst und die ganzen Bosse per Mod runterschraubst, ne, gibt's, ist ja kein Problem. Lassen wir mal außen vor, dass das womöglich Cheating sein könnte, wenn du es auf einem richtigen Server hast, ne? Darum geht's nicht. Es geht darum, wenn du alle Gegner besiegt hast und eine gute Basis, dass die per Purge nicht einzunehmen ist. Was machst du denn da noch? Es gibt keine Story. Es gibt kein größeres Ziel. Das ist das Problem. Ich mag ihn. Da spielt ein Typ genau denselben Bild wie ich und rotzt mir alles weg. Finde ich gut. Eben, das meine ich ja. Es wird eintönig. Ich brauche die Spiele leider nie sonderlich lang spielen, um das rauszufinden. Nein, Conan hat ein gutes Spielsystem. Das ist das beste Spielsystem unter den Survival Games, Multiplayer Survival Games. Man kann viel bauen, man kann ihn noch mehr dekorieren. Man kann wirklich jeden Gedanken Schiss eigentlich fast hinsetzen. Das ist nicht. Du kannst eine Arena bauen, bauen einen Puff. Setzt dir die weiblichen Tänzer rein, das geht im Prinzip, sogar per Mod geht das sogar wirklich, aber darum geht's nicht. Aber im Großen und Ganzen, Dominate, Conquer, ich fühle mich nicht so, als hätte ich das Spiel erobert. Das ist das große Problem. Ich fühle mich eh immer noch an, als wäre ich der Laufbursche von allem und jedem. Da grenzt das Spiel für mich an Themaverfehlung. Leider. Können wir?
Ja, nein, nicht der Spielerzahl, da hätte ich eine bessere Lösung. Für jeden Spiel, das kannst du machen wie bei WoW, Skalierung. Für jeder Spieler, der angreift, bekommt er mehr Leben gestaffelt. Nicht one down. Mindestens mal Chaos oder Dings müsste das sein. Puh. Also Overkill oder One Down. Und ja, trotzdem haue ich die Typen ziemlich schnell weg. Ich weiß, ich habe den Build so ausgelegt, dass wenn ich im Kampf bin, auch ziemlich alles wegrotze. War so geplant, so gewollt. Dafür Sniper One-Hitten mich. Das ist das andere Problem. Aber solange keine Sniper da sind, kann ich draußen stehen bleiben und alles niedermähen. Solange ich schnell genug töte, klappt das. Boys! Komm, schau dir meine Rüstung an. Ich habe kaum Schaden bekommen, obwohl sie mich getroffen haben. Da mag ich Otto. Attention, ein Tannenbäumchen. Gerne. Es ist ein Rampage-Build. Also so wie ich spiele, ohne Hirn. Du musst halt mit enormem Tempo durchrennen und ziemlich schnell töten. Das kannst du auch. Weil wenn wenig Gegner da sind, machen sie dir kaum Schaden. Und das, was du tötest, regeneriert sich. Also du lebst im Endeffekt davon, alles radikal umzurotzen. Schau, okay, ich zeig's dir mal. Es sind jetzt nur ein paar Gegnerchen, aber. Waffenwechsel, Dumm-Dumm-Geschosse für die Wichser hier. Du kannst auch in Ruhe nachladen, teilweise. Und schau, ich hab kaum 20% der Rüstung verloren. Nur du musst dich gewaltig vor Snipern in Acht nehmen. Das ist das Einzige, was Kacke ist. Ja. Ein Bild habe ich selbst zusammengestellt. Ich habe als erstes alles in Verteidigung gestopft und danach meine Shotguns genommen. Die Shotguns machen hier aber eine enorme Arbeit, sage ich da gleich. Ich habe es mit anderen Shotguns probiert. Es klappt kaum. Das Einzige, was funktionieren würde, wäre die Dragon da. Boah, diese vollautomatische Zweihand-Shotgun ist die einzige. Was war das? Scar? Das finde ich auch schon wie die Scar. Weiß nicht mehr. Aber Single-Action-Shotguns kannst du vergessen. Ich hab's probiert mit der Winchester. Ich meine, schau mal, das waren jetzt 12. Ich stehe bei 39 Kills, die anderen bei nichts. 8. Wick hat 8. Meine Teamkameraden nichts. Schau mal, ein Dozer. Ich treffe nicht, so. Wenn ich treffe, liegt das Ding in 3 Sekunden. Also, egal, selbst Overdosers rotzt sich so schnell weg. Das ist auch nicht das Problem. Wie gesagt, Sniper sind scheiße. Und du hast einen enormen Munitionsverbrauch, aber gegen den habe ich ein gutes Mittel gefunden. Mehr Munition. Nein, das klingt bescheuert, aber mehr Munition heißt, dass du auch mehr sammelst. Also, kurz gesagt. Je höher deine Gesamt. Schau mal, wie viel Schaden er macht. Und jetzt mache ich mit, okay? Ich habe nicht getroffen, muss ich dazu sagen. Du musst aus der Nähe ihm genau die scheiß Schrotkugel ins Gesicht feuern. Ohne Gnade. Nicht nachdenken, nicht heilen, nicht stehen bleiben, rennen, töten, basta. Wenn es richtig gut klappt zum Munitionssparen, kannst du doch. Zielen, sage ich jetzt mal. Und das war der Dozer. Und außerdem schau mal auf mein Damage unten. Der liegt bei 182% zusätzlich. Und noch ein Dozer. Ich habe auch Overdozers, Minigun-Dozers und die. Healer, also die Medic Dozers gehabt, die fliegen alle gleich schnell. Alright. Wait a minute. My method of elimination. It has to be hydrogen
Ja, du musst zielen. Das ist das Problem. Du darfst wirklich nicht hergehen und Munition rausblasen. Außerdem habe ich den Skill, dass jeder sechste Gegner Munition fallen lässt. Und wie gesagt, je höher deine Gesamtmunition ist, desto mehr sammelst du ein. Das ist der Grund, warum sie mir gerade nicht ausgeht. Aber ich hatte ein enormes Problem damit. War innerhalb von 4 Sekunden leer. Wie gesagt, ich habe aber Gott sei Dank was dagegen gefunden. Warum ist dieser Bild für mich an und für sich das Ultimative? Auf die Distanz nutzlos, wir müssen ihn herkommen lassen. Bowser. Was willst du, die Leiche heilen oder was? Der Vorteil ist halt, wenn es richtig zielst, knallst du auch manchmal 5 Leute mit einem Schuss ab. Ja, Quatsch nicht. Muss halt vorsichtig sein, aber sonst. Ja, die Leute haben sich schon beschwert bei mir, dass ich die Leute zu schnell umbringe, dass sie nichts mehr zu tun haben. Gab's auch in einem Match. Muss ich ein bisschen grinsen. Ich grinse aber nur in dem Fall, weil ich froh bin, dass meine Arbeit sich mal auszahlt. Ich mache mir Gedanken, ich investiere, ich sorge dafür, dass euch langweilig wird, weil ich in dem scheiß Bildplaner rumeiere, ne? Ja. Nein, aber hart an der Grenze. Aber sollen sie mich Cheater nennen? Ich habe Live-Videos, die das Gegenteil beweisen, ne? Oh, das waren 2 Leute mit einem Schuss. Und die Dum-Dum-Geschosse sind enorm gut gegen Winters. Ja, warum geht er immer auf mich los? Ja, toll. Steht neben mir, ne? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Erinnern. True Bullet Storm, oder was? Naja, das wäre auch ein geiler Bildname. Bullet Storm, weil so wie ich mit den Shotguns hier durchrenne. Es sind noch vollautomatische Shotguns, muss ich dazu sagen, ne? Und die Judge sowieso wegen der Dumm-Dumm-Munition, damit pustest Schilde weg. Da brauchst nicht extra Skills verbrauchen. Und du siehst, das heißt, es klappt mit dem Wechseln eigentlich gut. Du brauchst doch nur einen Schuss für die Wichser. Bowser. Das waren jetzt 6 Soldaten oder so mit 4 Schuss. Du hast enorme Präzision, wenn du mit den Dingern zielst, was mich immer wieder wundert. Schau mal, da hinten der scheiß Dozer. Treffer. Gut, 70 Schaden ist jetzt ein Witz, aber... Oh, ein Shield. Du brauchst einfach nur gedrückt halten und pustest in den gesamten Rotz rein. Das Schöne an deinem Versteck, also ich habe es jetzt bei mir aufgebaut, du kannst
deinen Damage testen lassen und mein Damage pro Kugel liegt bei um die 2000. Was? Nein, 1200 irgendwas, wenn ich jetzt nicht lüge. Also um es genau zu sagen. Auf die Distanz liegt es bei 400 und es muss noch den Dosa-Malus abziehen, die Kugelstreuung. Was siehst du ja? Wenn es bei 1200 liegt. Aber das kann ich auch mit anderen Builds, den Schaden. Der SMG-Build zum Beispiel, der ist noch brutaler. Aber damit hast du Munitionsprobleme. Also ich war innerhalb von knapp 8 Sekunden leer. Aber dafür nied ich einen Dozer in einer halben Sekunde um. Ohne Problem herziehen, abdrücken, halbe Sekunde tot. Scheißegal welcher. Aber der Munitionsverbrauch, der ist nicht mehr heilig. Kann ich dir zeigen, witzigerweise der Bild klappt immer, du kannst dich auf jede Waffe spezialisieren. Ob was anderes ist Akimbo, weiß ich nicht, aber Akimbo macht mehr Schaden, du hast die Waffe zweimal, basta, ne? Also nimm eine SMG, nimm eine an der anderen Hand auch eine, oder aber ich empfehle die Judge. Naja, du brauchst nur 200 Schaden machen, ne? Um die Schilde wegzupusten für den gesamten Rest, kannst du alles andere nehmen. Das ist der Grund, warum es auch 13 Dinger gibt hier. So 13 Crime Spree Punkte. Ich gehe mal zum Hinterhof. Ein Feind. Oh, die wollen abhauen. Schön ist, die stehen hier wie vom Erschießungskommando. Das sind noch mehr. Ach, scheiße. Ah, wer will was von mir? Beschützt keiner die Straße? Wow, ich habe hier ein ganz schönes Blutbad angerichtet. Immer nachladen, wenn du Zeit hast. Zumindest die sekundäre. Bei der primären machst du einen Schaden. Ich lade einfach nur nach aus Gewohnheit. Also ich habe 187 Kills, 43 und 25. Also ich stehe bei 200, die anderen nicht mal bei 50. Ja, beruhigt euch um Gottes Willen. Ausbruch, geil. Aber wenn's willst... Kannst du kurz zeigen. Prinzipiell klappt es mit jedem Bild. Ne? Also mit jeder Waffe. Das ist der Witz dran. Du nimmst die Punkte hier raus. Ich nehme jetzt nur mal die unnötigen Punkte raus. Also die Akimbo, das ist mehr Munition, das ist wichtig, damit der Trick überhaupt funktioniert. Und zwar funktioniert das hier mit dem Vollstrecker. Jeder sechste Feind, den du tötest, verliert eine zusätzliche Munitionskiste. Gut. Und bei Fugitive Akimbo bekommst du 50% mehr Munition auf Akimbo-Waffen. Je mehr Gesamtmunition du hast, desto mehr bekommst du raus bei den Kisten. Vorher waren das 5 Kugeln, jetzt sind es 7. Bei einem Schuss? Naja, ne? Also die Munition, was du auf den Kisten einsammelst, wird auch um 50% erhöht. Und jetzt brauchst du einfach nur hergehen, zum Beispiel Pistolen verbessern. Dann nimmst du zum Beispiel jetzt den Akimbo raus und könntest deine Pistolen verbessern. Oder du gehst bei Techniker her, es klappt problemlos. Verbesserst. Ne? Zum Beispiel. Und schon hättest du erhöhten Schaden auf LMGs. Als blödes Beispiel jetzt, ne?
Könntest du jetzt noch hergehen und vielleicht hier ein paar Punkte irgendwo rausnehmen, wobei ich gerade nicht weiß, wo, ne? Könntest du jetzt zum Beispiel hier rausnehmen und in den Techniker reinstopfen? Du kannst sie auch bei, ja, ich habe jetzt Shotgun oder beim Drahtzieher einen Single Shot, klappt auch. Mach dir Screenshots, Modell. Ich kann dir mal den Grundbild von mir zeigen. Also das wäre der Vollstrecker. Ne? Du kannst es auch im Video später ansehen, ganz einfach. Na, wie gesagt, es ist eh gespeichert. Du kannst den Clip draus machen, dann hast du die 30 Sekunden. Dann habe ich hier erhöhte Ausweichchance. Also schau, dass du mit deinen Ausweichchancen ein bisschen runtergehst, ne? Zusätzliche kritische Trefferschaden und sie greifen dich weniger an. Ein Vorteil. Also du bekommst erhöhte Crit-Chance. Ist gut. Und Raserei habe ich drinnen. Ist ein ziemlich kranker Build. Du nimmst zum Beispiel weniger Schaden. Da. Also das erhöht deinen Nahkampfschaden, aber darum geht's gar nicht. Sondern du bekommst 25% weniger Schaden, du bekommst aber mehr Heilung und du kassierst weniger Schaden. 10% weniger, also 25% weniger Schaden kassierst du und du heilst dich um 75% besser. Der Grund, warum ich das drin habe, ist zum Beispiel jetzt 30% mehr Panzerung und für jeden Headshot regeneriere ich Rüstung. Dazu kommt der Anarchie-Bild, dass wenn ich jemanden töte, nochmal Rüstung regeneriere. Darum diese ewige Bewegung und Hetzerei von mir. Alles töten, damit ich Rüstung regeneriere. Weil ich habe keine Leben. Ich habe 25% weniger Leben, Schaden, aber es ist teilweise sehr gefährlich. Vor allem, ich könnte jetzt hergehen und auch noch hier den noch mehr Schaden machen, aber witzigerweise, ja, machen ziemlich guten Schaden eigentlich. Es gab noch einen Trick. Du hast zum Beispiel die Judge genommen. Du hast hier so weit rein. Wie skillt man den Scheißtrick nochmal? Warte mal, du nimmst das. Nein, das ist es ja. Ich habe jede Menge Rüstung, aber wer Schaden macht, braucht keine Leben. So herum, in dem Fall würde es eher bei mir stimmen. Auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeit, dass du hier so weit rein skillst, dass du zum Beispiel das hier voll ausbaust. Dann machst du mit der Judge Schaden, wechselst auf deine andere Waffe und du würdest 75% mehr Schaden mit allen Waffen anrichten. Aber das ist etwas gewagt, der Build. Oh. Eigentlich komme ich nie dazu, Leute zu übernehmen, weil ich sie immer viel zu schnell niedermähe. Daher. Mache noch ein paar Sachen fertig, weil ich bin gleich Level 100. Habe ich ein volles Infamy-Level schon wieder gefarmt. Und die zweite Shotgun, was ich meine, die Auto-Shotgun, ist die hier, warte mal. Die hier. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißt. Aber so sieht sie aus. Das ist die andere Shotgun. Die Auto-Shotgun für zweihändig, wenn du sie verwenden willst. Da siehst du meine Werte. 205 Rüstung, nur mit einem T-Shirt. Wenig Gesundheit. Tarnung ist an für sich etwas geringer, dank Bonus. Aber sind die gut gesetzten Skills. Die Armor Recovery, die mich am Leben hält. Das ist der Vorteil.
Wieso habe ich noch zwei? Ach so, ich habe zwei Level gemacht. Ah. Kann ich vielleicht was Nützliches stopfen? Später natürlich auch noch hergehen, jetzt wo du ein paar Punkte zu viel hast. In Zoom, also noch mehr Verteidigung. Der Schaden stimmt. Ist sowieso krank. Genauigkeit brauche ich nicht. Und der Schaden ist auch krank. Außerdem, ne? Oder du gehst her, nimmst die paar Punkte jetzt von hier. Stopfst sie in Drahtzieher. Und jetzt kannst du Leute übernehmen, die für dich kämpfen. Ja, aber ich auch. Aber wie gesagt, der Bild funktioniert für mich eigentlich sehr gut. Echt, mir fehlen nicht mehr viel, ne? Machen wir jetzt noch ein paar Mal Crime. Die Razzia. Wir können es ja mal auf Todeswunsch machen. Mal schauen, wie es funktioniert. Da kannst du mal sehen, das ist der vorletzte Schwierigkeitsgrad, ne? Danach kommt One Down und das war's. Kannst selbst beurteilen, wie er geht. Ja, den Bild, was er hat, kenne ich. Der ist blöd gesagt Standard, aber es macht nichts. Und geh bloß aus der Schusslinie. Solltest nie direkt im Weg stehen. Und Taser machen dir nichts. Ziel auf die Typen und du rotzt sie ziemlich schnell um. Ah, ich höre den Bulldozer, aber ich sehe gerade keine Soldaten. Wie gesagt, wenn du keine Leute umbringst, hast du ein Problem. System einer Rüstung, es ist teilweise schon sehr gefährlich. Ich bin down. Auto Stealth. Wie soll das jetzt ein Witz sein? Wer nicht hören will, muss fühlen. Na, ich kann mal einen haben. Das reicht. Und er ist down. Du hast immer die Aufmerksamkeit des Dozers, weil wenn er dich ansieht, einfach in die Maske reinschießen.
Alles in allem gut, aber ich bin so unvorsichtig, vor allem auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Das ist das Problem. Was hat man davon? Scheiße. Aber der Grund, warum ich die Typen gar nicht erst versuche zu übernehmen. Solange ich Zeit habe gerade. Was, Schlappe 2000? Overdoser. Vorsichtig sein, aber alles in allem. Scheiße, ich habe schon wieder meinen eigenen abgeknallt. Und ich bin ohne Munition. Scheiße. I will. Nicht nachgeladen ab. Nervt sie mich bitte nicht, ich brauche meine Akimbos. Echt jetzt? Da ist ein scheiß Overdoser? Fuck. Warum bin ich oben überhaupt alleine? Jetzt sind wir alle down, also es liegt nicht nur an mir. Ich wurde vom Spiel ausgeschlossen, na gut. Anscheinend bin ich zu schlecht. Achso, da wurde ich ja gerade rausgeschmissen. Schade. Wie gesagt, es geht, aber wenn ich um die ganze Zeit alleine bin und die unten nur rumgeistern. Naja, für alleine ist. Wenn du die Bots gut platzierst, geht's, ja. Siehst du ja, das meine ich mit Munitionsprobleme. Wenn du dich nicht wegbewegen kannst, bist du ziemlich am Arsch. Eida. Ah ja. Weltweit. Wo spielen so viele Overkill? Naja.
Ich bin der, der zuletzt down gegangen ist, aber ich bin schuld, ne? Oder wie? Verstehe ich jetzt nicht. Manche Sachen muss ich auch gar nicht verstehen. Reg ich mich nur auf. Danke. Na gut, das ist der Grund, warum ich die Typen nicht übernehme, sondern lieber Gesundheit stopfe. Es klappt schlecht und wenn, dann killen die anderen sie auch und, ne? Also geh lieber gleich auf Verteidigung. Ich glaube, der Crew-Boss-Build, beziehungsweise mit der Sentry-Gun, ist am effektivsten für One-Down, wenn ich so nachdenke. Du lässt alle Soldaten kämpfen und du verkrümelst dich. Gibt schlechtere Ideen als das. Ja. Kannst du später mal probieren, so einen Crew-Boss zu machen. Interessant, ob es funktioniert. Das ist 20. Zeit hätte ich noch dafür, theoretisch. Aber ich muss zusehen, dass ich noch ein paar Skillbäume freischalte. Ich habe halt die Taktik von One Down und so weiter nicht raus. Was ich da genau machen muss, ob das was mit Deckung zu tun hat, bin dafür ein bisschen zu blöd gerade. Aber ich schätze mal ja. Na halt, stehen wir alle hier oben oder hier unten oder was? Ui. Wow, nice shot. Ich glaube, er mag keine Schilder.
Hi. Komm, ich werde auf wen schießt. Und da sollte nichts mehr sein. Vielleicht werde ich die Tage noch ein bisschen mit dem Bild rumexperimentieren, ob ich da noch irgendwas hinkriege, aber alles in allem schätze ich, ich muss einfach besser aufpassen. Oder den Dodge-Bild, was ich vorher hatte, und mehr ausweichen. Oh, geil. Hoppala. Danke. Ich habe noch genug Munition. Ah, da ist mir ein Medic doch glatt entkommen. War's das jetzt schon? Habe ich ihn noch erwischt? Ich sehe. Level 99. Bräuchte nur noch ein Level, einmal auf dem fast höchsten Schwierigkeitsgrad und ich hätte das. Ja. Jo. Warum ich das Level gerade haben möchte, das kann ich dir gleich zeigen. Die Dinger kann ich nur auf Level 100 freischalten, ne? Der fehlt mir. Vielleicht finde ich hier jetzt schnell einen. Ah ja. Nimm mal den da. Jimmy gibt ein Vermögen für Kokain aus. Ja, das ist doch schön, ne? Schön für Jimmy. Wenn er was gefunden hat, das ihm Spaß macht. Ah, dann hat einer Drangbrat-Bild. Welle 1 von 3. Aber irgendwie ist es hier mir trotzdem zu sauber. Back in business.
Minigun. Medic is here. Bist du nutzlos? Zu spät. Ja, und das war der Taser. Gott, wie ich diese Typen hasse. Die sind einfach nur lästig. Kosten einfach nur unendlich viel Munition. Mit dir los? Ist auf Crack? Ich doch einfach nur lästig. Kann ich auch. Er hat sich selbst getasert. Ich habe einen Skill, dass das zu 25% funktioniert. Boah, einmal draufgehalten, halb tot. Also manchmal. Ja, ich bleib da mal hier liegen, ne? Bin schon fertig. Ich habe schon wieder keine Munition mehr. Verdammt. Aufpassen. Ich sehe gar nichts mehr. Nur weil du viel Munition hast, heißt das nicht, dass du guten Schaden machst, ne? Ja, bei meinem Glück wäre mich hier gleich wieder hat er mich hier gleich wieder besprungen. Irgendwo gerade, ja, sehr fein. Spätestens 31. Wenn ich den Skillbaum habe, soll es sich ausgehen, dass ich noch rechtzeitig zur Arbeit komme. Mein Heini ist schon wieder down.
62, 51, 5, 78. Er hat mehr Leute umgebracht. Es geht. So, letzte Welle. Wieder leer fast. So. Schwören können, dass hier gerade noch einer rumsteht, aber. Sie haben noch gar nach dem Bulldozer geschrien. Hold down. Ja, sowas liebe ich. Mal lad du mal in Ruhe nach. Hey? Nein, nein, du bleibst hier. Wirklich. Ja, spiel du weiter mit deiner Minigun. Nachladen. Wenn man sie markiert hat, trifft man sie auch immer, ne? Ist der Vorteil. Hi. Der Cloaker ist vorher auch in der Ecke gesessen, ne? So lange kann der Ansturm jetzt auch nicht mehr dauern. Wann bist du denn jetzt verreckt? Ich habe schon wieder keine Munition mehr. So schnell leer. War gut. Danke.
So, bin ich jetzt Level 100? Ist das jetzt ja? Ja, bin ich. Sehr gut. Yay. Kann ich mir neue Skill Trees kaufen? Habe ich was getestet, hat nicht richtig funktioniert. Hätte ich nicht genug. Sollte jetzt reichen. Stealth, Rage. Ich bin bei Rage drinnen. Wir hatten mein Rage-Build. Renegade. Das ist auch ein unvollendeter Build. Ja. Schwer zu sagen, was man sich nimmt, aber spielen wir mal mit. Schon interessant, muss man sagen. Lassen wir das mal. Kosten für das Aufstellen einer Sentry sind verringert, erhalten 150% mehr Gesundheit. Das klingt wichtig. Das klingt gut erstmal. So, bei Drahtzieher haben wir das noch. Was nehmen wir jetzt? So, jetzt habe ich einmal Geiseln, habe ich. Bei Technik habe ich die Sentry Gun.
Nee, machen wir das mal anders. Kann ich ja eigentlich so gut wie vergessen. Den da kann ich dazu nehmen. Beziehungsweise sechs Punkte. Eigentlich müsste ich seit 13 Minuten Schluss gemacht haben. Von daher. Lassen wir das mal so. Ah, ich weiß, das Problem habe ich öfters. So, ob der Grouper so funktioniert, weiß ich nicht, aber man kann es mal austesten. Ne? So. Gut, dann werde ich jetzt den Stream beenden, duschen, anziehen, arbeiten. Sollte um 17 Uhr wieder da sein, wenn man wieder mal nichts dazwischen kommt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wie immer, lasst mal ein Follow da und macht das Beste draus. Schönen Tag noch, bis später. Ciao.